Guten Tag, mein Name ist Moritz Watermann und ich erzähle heute etwas zu Synergieeffekten, die aus einer verstärkten Kooperation zwischen zwei oder mehreren Feuerwehren resultieren können. Bevor wir dazu übergehen, was die Gründe für eine solche Kooperation sein können, zunächst erstmal die Fragestellung, wer kann denn überhaupt kooperieren? Hier ist es möglich, eigentlich alle Arten von Feuerwehren zu betrachten. Das können einzelne Ortsfeuerwehren sein, das können unter zwei freiwillige bzw. öffentliche Feuerwehren sein, die miteinander kooperieren, aber zum Beispiel auch eine öffentliche und eine nicht öffentliche Feuerwehr, wenn eine Werkfeuerwehr mit der Feuerwehr einer Stadt kooperiert, können so ein Kooperationsprojekt durchführen. Was sind aber dann die Gründe, die dafür sprechen, eine solche Kooperation in Angriff zu nehmen? Das können natürlich einmal sogenannte Push-Faktoren sein. Hier zu nennen sind zum Beispiel Personalmangel, wenn nicht ausreichend hauptberufliches oder ehrenamtliches Personal zur Verfügung steht, die Finanzlage des Unternehmens bzw. der Kommune, der Investitionsbedarf, der vielleicht in Zukunft da ist, weil Spezialfahrzeuge angeschafft werden müssen. Natürlich insbesondere im Rahmen der öffentlichen Feuerwehr wichtig ist auch die Erreichbarkeit. Das heißt, wenn zum Beispiel einzelne Gebiete durch die Feuerwehr nicht erreicht werden können oder beziehungsweise durch eine Nachbarfeuerwehr besser erreicht werden können. Und ausschlaggebend kann natürlich auch als Push-Faktor kann natürlich auch die Personalverfügbarkeit sein. Also wenn entweder wenn zu wenig nebenberufliches oder ehrenamtliches Personal zum Beispiel tagsüber oder nachts zur Verfügung steht. Wichtig ist, dass eine solche Kooperation zwischen den Feuerwehren eigentlich nur auf freiwilliger Basis richtig gut funktioniert. Ansonsten haben wir häufig Probleme mit Akzeptanz der einzelnen durch die einzelnen Parteien. Neben diesen Push-Faktoren gibt es natürlich auch noch Pull-Faktoren, die einfach dafür sprechen, unabhängig von der Ausgangslage, dass man verstärkt kooperiert. Und das kann zum Beispiel sein, dass dadurch mehr Personal in kürzerer Zeit an der Einsatzstelle zur Verfügung steht und einfach der Einsatzerfolg erhöht wird oder dass ganz unabhängig von der Finanzlage Kosten reduziert werden können. Wichtig ist es bei einer Kooperation, die gesetzlichen Rahmenbedingungen aus den Landesfeuerwehrgesetzen bzw. Brandschutzgesetzen der einzelnen Länder zu beachten. Diese legen häufig unterschiedliche gesetzliche Aufgaben, zum Beispiel für öffentliche Feuerwehren und Werkfeuerwehren, fest. Und diese dürfen natürlich durch solch eine Kooperation auch nicht ohne weiteres angetastet werden, sondern würden im Zweifelsfall dann halt eine gesonderte Genehmigung bedürfen. Wollen wir jetzt untersuchen, wo sich überhaupt Synergieeffekte zwischen zwei Feuerwehren ergeben im Rahmen eines Kooperationsprojektes? Achten wir auf drei Arten von Synergien. Das eine sind Wertsynergien, das zweite Kostensynergien und das dritte Steuerungssynergien. Die sind hier als Pyramide dargestellt, um erstmal sozusagen die häufigste Wertigkeit darzustellen. Also meistens ist es natürlich am wichtigsten, dass man die Wertsynergien steigert und damit zum Beispiel, das bringt dann zum Beispiel mit sich, dass man einen gesteigerten Einsatzerfolg der Feuerwehren verzeichnet. Danach kommen dann häufig Kostensynergien, das heißt, indem man Kosten vermeidet oder einspart. Und zuletzt kommen häufig Steuerungssynergien, das heißt, dass man Abläufe im Management bzw. in der Leitung der Feuerwehren vereinfacht. Und das ist jetzt hier erstmal eine pauschale Einteilung aus Erfahrungswerten. Innerhalb einzelner Kooperationsprojekte kann sich natürlich ganz andere Reihenfolgen dieser drei Synergiearten ergeben, wie die jeweils gewichtet werden. Wollen wir jetzt untersuchen, wo wir diese drei Synergieeffekte haben, können wir unterscheiden zwischen vier Untersuchungsbereiche. Der eine Untersuchungsbereich, der erste, ist immer die Organisation. Hier ist es natürlich wieder wichtig, im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeiten sich zu bewegen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Einsatzleiterfunktionen oder Leitungsfunktionen zu übernehmen. Beim Personal können wir häufig Synergieeffekte erzielen, indem wir Aufgaben neu verteilen oder eben die Verfügbarkeit oder das vorhandene Personal durch Kooperation bündeln und dadurch eine höhere Verfügbarkeit erreichen. Bei Standorten steht häufig die Frage im Raum, ob es lohnenswert ist, einen gemeinsamen Standort einzurichten. Hier müssen Dinge berücksichtigt werden, wie zum Beispiel die Gebietsabdeckung, aber natürlich auch, ob ein geeignetes Baufenster zur Verfügung steht. Zu guter Letzt, der letzte Untersuchungsbereich umfasst dann gemeinsame Technik. Das kann zum Beispiel sein, dass man im Rahmen von Sonderfahrzeugen kooperiert und sagt, okay, dafür, dass ihr zum Beispiel einen Rüstwagen beschafft, beschaffe ich eine Drehleiter oder Vergleichbares.
Das waren erstmal die ganz groben Grundzüge eines Kooperationsprojektes. Also hier nochmal kurz zusammengefasst, welche Gründe gibt es, ein Kooperationsprojekt anzufangen, um eine Kooperation einzugehen? Welche Rahmenbedingungen müssen dabei beachtet werden? Welche gesetzlichen Vorschriften? Welche Synergieeffekte gibt es und welche Untersuchungsbereiche bieten es sich an? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.